Ich glaube, ich habe uns elegant in die eigene Arti. Dann fahren wir vorne raus. Falls er sich da irgendwo in Deckung gelegt hat. Oh, feindlichen Außenpost ist dazwischen. Da ist einer. Feindlichen Außenpost ist dazwischen, immerhin. Na, die Kette ist weg. Der Artiller ist los. Wenn was fahren soll, sagt Bescheid. Ja. Jupp ist zerstört. Er hat nicht. Oh, nice. Ja, wir haben den Supply Truck. Oh, da bewegt sich ein Panzer über die Brücke. Den wollen wir nicht bekämpfen. Lieber George, Tankmarker, bewegt sich ein. Ist zerstört. Der ist glaube ich gerade hochgegangen. Hatten leider zwei Abraller. Hier, Infanterie. Ja, ich muss laden, scheiße. Gerade jetzt muss ich laden. Wir haben immerhin einen Infanteristen getötet. Heißt, wenn wir ausfallen, haben wir immer eine KD von 1 zu 1. Hau hier trotzdem in den Nebel, sobald du geladen hast. Da mache ich andere Zeiten auch noch dran. Rein. Fahrzeug abgesichert genau mit dem IKD. Ist jetzt schon bei 2. Außenposten zerstört. Sehr schön. Der Airhead ist auf Charlie Gary Mark. Oh, ungewöhnlich, dass da so wenig los ist. Oh, wir haben einen Airhead hinter uns. Noch ein bisschen nur, genau, eine gar nicht stehen. Ein Charlie Panzertrupp. Ja, das wundert mich aber auch nicht. Sag mal, schieße ich da mit einer Spritzpistole, oder? Ja, also Schoda, da läuft jemand. Na, jetzt nicht mehr. Nee, habe ich mit einem Geher erwischt. Schoda, da liegt ein Toter. Ja, ist halt sehr schatt in der... Schoda, Richtung Ping, da soll irgendwo eine Feind gar nicht stehen. Guck mal, ob du da auch bewegen... Die Garni! Auf dem, da wo der Easy Angriffsmarker drauf liegt. Die Garni ist zerstört. Danke. Oder nur wir gehen jetzt worden. Das Infanterie-Squad da vorne ein bisschen unterstützen. Ja. Wenn nicht bald irgendwer... wir sitzen noch immer in unserem ersten Panzer seit Runden. Lauf, wenn ihr Feindinfanterie sieht, mag das mal. Dann können wir da mit dem Lux vielleicht draufhalten. Hier vorne halten. Okay, bei mir bisschen weiter vorfahren, alles. Bitte. Bisschen weiter vorfahren. Ja, fahr ein Stück vor. Sonst kann ich den Turm nicht senken. Oder zurück. Ja, passt. Stopp. Stopp. Eine Panzer, bitte. Hier ist auch noch welcher. Sehr gern. Ah, we need a tank. Jetzt hinter der Halbkette. Hinter der Halbkette nähert sich einer. An der Halbkette war glaube ich noch einer. Ihr habt da. Ja, hier. Achtung, wir wirken jetzt im Nahbereich der eigenen Infanterie. Ah, fuck. So, Schoda, jetzt müssen wir theoretisch auf den einen Turm gutes Feuerfeld haben. Jupp, okay, da oben im Gep. Das dürfte wahrscheinlich tot sein. Also wir brauchen noch einen Squad bei Remagen. Zu fünf schaffen wir das nicht. Nein, besser nicht. Zumindest noch nicht. Mach hau hier unten drin. Auch mal rein. Da unten ist auch verstanden. Infanterie bei den Fenstern. Hau da mal rein. Lade nach. Hier passt das nicht mehr mit dem Kugel. Sind gleich leer. Auch wenn hier eine Kugel reinging. Hau hier in das Fenster auch noch mal einen rein. Nee, lass mal. Wir schießen uns jetzt mal so ein bisschen auf die Fenster. Da ist nämlich, glaube ich, hinter dem Fenster war, glaube ich, gerade Bewegung zu sehen. Noch zwei, dreimal. Hier oben. Also in die Fenster auf der Etage mal reinschießen, in jedes. Mit dem mittleren Anfang. Okay, wir haben die Scharfschützen jetzt hier. Das sollte passen. Den gehen wir da drüben jetzt erstmal was zu denken. Infanterie oben da oben kriegst du aber wahrscheinlich nicht. Wir brauchen hier mehr Infanterie in der Verteidigung. Ja, wir. Alle, die jetzt da Baker kommt, die aufgeräumt haben. Ja, genau. Hau da mal gegen. Ich sehe es nicht, weil die Antenne vom Panzer im Weg. Ja, hier sind sie auch schon. Und da unten, drunter.
Ja, auf Ding ist genau einer. Der wird tot sein. Ja, da hinten ist auch noch einer. Wir sind gleich am Ende mit unserem Moni. Verdammte Scheiße. Jetzt haben die sich wieder den Panda gekrallt. Ja. So, jetzt gibt es noch auf der anderen Seite der Brücke noch eine Garni. Aber nicht alle drauf gehen, bitte. Da ist er. Hast du noch Sprengen oder nur noch MG? Ich hab noch ein Magazin. Dann hau da nochmal eine Kugel auf jeden Fall hin. Ja, das ist halt ziemlich wertlos, weil die keinen hohen Explosionsrate. Ja. Nur wenn da direkt einer hinter der Deckung ist. Hier oben. Ping nochmal. Da. Jetzt an dem Fenster. Ich glaube, er legt da die Waffe auf, wenn ich das sehe. Jo. Wenn er da war, haben wir ihn erwischt. Oder? Artilleriegranate ab. Noch 11 Schuss. Feindliche Supplies. George Garnimarker, da sind gerade Feindsupplies runtergekommen. Sehen wir das, wenn wir die zerstört haben? Nee. Hau da, hau in die anderen beiden Fenster nochmal jeweils ein, zwei Schuss rein. Falls er sich da irgendwo in Deckung gelegt hat. Oh, vor allem ein Auspost ist dazwischen. Da ist einer. Oben drin kann man OP stellen. Ja. In den Türmen kannst du überall OP stellen. Wie schaut's bei euch aus, Beta? Geil. Läuft einer? Der Holz im Weg. Dahinter direkt. Ja, ich bin kürzer. Erwischt. Da ist noch weitere Infanterie und dahinter. Es gibt nochmal einen Supply Drop und einen Airhead bei Remagen. George Infanteriemarker. Massiv Feind Infanterie. Wir könnten auch wieder nach vorne fahren. Ne, lass uns mal hier stehen bleiben. Ne, der Lux kann AT, glaube ich, frontal einen Treffer aushalten. Der dürfte tot sein. Bitte den Airhead und den Supply Drop. Ich würde darauf tippen, dass hier irgendwo eine Garni ist. Wir haben da eine Garni irgendwo. Ja, hier ist auch noch einer, da krabbelt einer. Wir kann nicht los sein, weil die Garni, die wir haben, ist wieder kalt. Da krabbelt immer noch einer. Da ist also das Infanterie in dem Dorf. Jetzt da. Auf der. Bei D5. Holz im Weg. C5. Bin noch ein Stück schießt trotzdem mal. Ah, scheiße, ja, geht ins Holz. Ja, er hat gemerkt, er rennt jetzt hier, das ist massiv im Fall. Vorwärts, rechts, weg. Die wollen zu uns kommen. Das gefällt mir nicht. Turm geht auf die Seite, wo der Feind ist. Feind eigenständig bekämpfen während der Fahrt. Deckungsfeuer halt geben. Wir bewegen uns Richtung. Bewegen Marker drehen, dann dort die Wanne wieder in. Oder, ja, drehen dann dort die Wanne einmal komplett wieder. Ja. Wir machen jetzt folgendes, also jetzt ein bisschen Kamikaze. Wir hauen jetzt auf den Bewegmarker zu. Das heißt, wir suchen uns die nächste Gelegenheit, um nach dort abzukommen. Wo ist unser Bewegmarker? Hier, ne, nicht bewegen, beobachten. Turm 12 und dann so schnell wie möglich nach rechts drehen. Hier unten irgendwo, ne? Ja, und dann versuchen über die Schienen rüber zu kommen. Eieieiei. In E4 können wir auch Fernsehpress rum. Okay. Wir gehen jetzt in den Sturmangriff über mit dem Panzer. Das wird. Oh Gott, hier sind so viele Ständer. Bitte zurück auf die Brücke. Wir sind noch nicht. An dem Holz bleibst hängen. In dem Gebäude schon, oder? Hier auf die Tür ausrichten. Ne, hier auf das Fenster da reinhalten. Panzer rückwärts mal. Ja. Der müsste tot sein. Ich glaube, ich habe uns elegant in die eigene Arti. Dann fahren wir vorne raus. Oder ne, wir fahren hier hinten raus. Ich will nicht in die Arti weiter. Scheiß drauf, wir fahren jetzt geradeaus hier irgendwie raus. Ich hänge. Geradeaus, wir hängen, dann rückwärts. AT dahinter uns, wir sind so gut wie geschickt, aber. Hier Feindinfanterie schon, oder? Rechts um 6. Wir fahren hier raus und dann weg. Feindlichen Aufschuss, das gehört immerhin. Ja, die Kette ist weg. Der Attila ist lost, der hat leer geschossen. Lass ihn leben. Ja, da ist noch einer, die sind tot. Schieß mit der Kanifte tot, was du noch tot kriegst. Okay, ich geh raus, versuch zu reparieren. Ja, kannst du versuchen, aber hier schlägt Artillerie ein, hier ist überall Feind rundherum. So, einen hab ich.
Wir, George, wir sitzen in einem Lux um uns rum, ist bei Feindinfanterie. Ja, also das ist wirklich Kamikaze. Standen. Ist unser Fahrer tot? Ja. Ja, ich bin tot, ich habe einen noch mitgerissen. Wir warten jetzt im Prinzip nur darauf, dass wir sterben eigentlich. Ich habe kein Reparaturdingens. Und zwar fehlt der auch noch. Ich sehe halt überhaupt nichts. Oh, Snusu ist bei uns im Team. Wir hatten eben vor dem Flinte. Oder vom Visier. Hier ist einer, wir sind gleich tot. Ich hoffe, der ist ein Attila. Ne, der hat nur eine Granate geworfen. Ich weiß nicht, ob er gleich tot ist. Ja, vor uns ist überall Feind, Infanterie, wir sind tot. Weiter in die Richtung drehen. Hier in die Büsche rauchen. Wir haben 51 Impfkills gemacht. Das heißt, wir haben rein statistisch das gegnerische Team einmal komplett ausgelöscht. Einmal im Kreis belobigen. Ich belobige Niklas. Und Niklas belobigt dich. ...5000 Verteidigungspunkte. Auch nicht schlecht. Als Panzer-Squad. Ja gut, auf Kurs bleibst du halt als Panzer. Außer es geht um den letzten Punkt auf deiner Flussseite. So, jetzt bitte keinen Stalingrad. Ja, ich bin nach der Runde sowieso raus. Sind alle noch eine Runde, oder was? Ich bin raus. Ja, ich würde noch eine machen. Shoda, machst du noch eine? Ich weiß nicht. Kommt auf die Map an.